Jetzt kommen wir in die Kammer des Piloten. Ich dachte eigentlich schon, dass es beim letzten Mal passiert, aber jetzt kommt's erst. Und trotzdem ein bisschen vorsichtig vorgehen sollten wir schon. Da ich ja nicht mehr ganz so viel Energie habe. Zumindest sieht es nicht so rosig aus wie vor, als ich noch über 300 habe. Das war himmlisch geradezu. Und vielleicht sollte ich mal ein bisschen konzentrierter zielen. Nee, ich habe drei Ladungen eben daneben geballert wieder. Drei Salven. Das gibt's doch nicht. Was mache ich hier für eine Scheiße? Jedenfalls kann man hier alles jetzt erwarten. Ich glaube, von ihrer Alien-Sorte kommt hier was. Oh, noch ein Schuss. Ich glaube, ganz so heftig wie in den vorigen Leveln wird es jetzt nicht. Es kommen natürlich Aliens, das sieht man, aber das ist alles im Bereich des Machbaren, denke ich. Die halten nicht mehr allzu viel aus. Mal gucken. Naja. Das geht, ne? Ich hab schon Schlimmeres erlebt, sagen wir so. Ja, kommt mal alle her. Und die Viecher sind ja meist mit einem Schuss tot, von daher, da brauche ich mir nicht so große Sorgen drum machen. Na? Wo kommt der jetzt her? Oh, da ist jetzt die Pilotenkammer geöffnet, glaube ich. Da sind wir gleich. Gehen wir dann auch gleich rein. Aber erstmal. Ja, da geht's jetzt rein. Hinter mir. Das ist doch ein Krabbel, scheiße. Da geht es jetzt in die Hauptkammer rein. Aber erstmal gehen wir den Rundgang zu Ende, würde ich sagen. Bevor wir jetzt da reingehen. Nachher kommt wieder was von hinten angelatscht. Ja, genau. Und das wollen wir vermeiden. Junge, 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 Junge. Ach, hier auch noch wieder. Ja. Haben wir alle Sorten gehabt. Ne, die Hunde-Aliens fehlen noch. Fehlen noch Hunde-Aliens. Dann haben wir alle gehabt. Oh, jetzt haben wir... Oh, beide in einem Bild. Auch selten. Ne? Schwarz und Rot. Oh, hier waren wir schon. Hier ist der Anfang. Trotzdem kommen wieder neue Viecher. Wieder sehr merkwürdig. Dann gehen wir den Halbkreis noch einmal zu Ende wieder. Bis zur Mitte. Bis zur Mitte. Aber hier sind wieder neue. Und da ist noch ein Koffer für alle Fälle. Hubala! Dich habe ich nicht gesehen. Also die Schwarzen halten nicht mehr so viel aus. Das ist schon mal sicher. Was ist das denn? Was liegt da denn? Sehr gut. Okay, gehen wir jetzt in die Kammer des Piloten. Wenn sie uns dann lassen. Gehen wir rechts rum? Würde ich sagen. Ja. Gut, gut, gut. Da ist der Piloten. Gucken wir uns gleich nochmal genau an, den Piloten. Ich muss erstmal ein bisschen aufräumen hier. Sorry, aber... Ich lasse mich jetzt gerne erschießen, kurz vom Ziel. Nicht gerne, ungerne, das wollte ich sagen.
um Ecke. Komm um Ecke. Penner. Richtig. Schon lange keinen mehr mit der Knarre getötet, oder? So. Hiii! Ja, da kommen wir gleich hin. Arsch! So, wollen wir mal hochgehen und gucken, wie der aussieht, der Kleine. Da haben wir ihn. Den Piloten. In seinem Stuhl. Ja. Hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem aus dem Film, ne? Also, ja, doch. Gut. Automap gibt es natürlich immer noch nicht, aber wir haben jetzt die Pilotenkammer gefunden und alles. Jetzt brauchen wir noch den Ausgang finden. Den hatte ich auch irgendwo schon freigelegt, ne? Oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Na, zumindest gibt es irgendwo einen. Gehe ich jetzt mal von aus. Wir suchen nochmal. Vielleicht sollten wir nochmal immer so ein bisschen hier angehen. Meistens ist er ja in der Mitte gewesen. Ah, hier! Da ist er doch. Sehr schön. Dann kommt jetzt nur noch die Königin. Ich glaube, wir speichern einmal ab. Nur zur Sicherheit. Am besten einen da unter. Gut, haben wir gemacht. Dann wollen wir mal versuchen, jetzt die Königin zu besiegen. Spiel fortsetzen. Oh oh. Missionsziel. Die letzte Aufgabe steht Ihnen bevor. Alles endet dort, wo es angefangen hat. Sie müssen es schaffen. Und keine Smart Gun. Hineinrutschen in die Eier! Klasse geklappt. Wie immer. Ja, diese Königin hält jetzt auch am meisten aus, glaube ich. So groß ist der Raum, glaube ich, gar nicht. Da ist ja schon die Königin. Aber wir gucken mal. Hier sind nämlich noch Gänge und Tunnel, in denen noch Munition versteckt ist. Das ist jetzt neu. Oh, Panzerung. Das ist gut. Und es kommen jedes Mal, wenn wir so einen Gang bestreiten, neue Aliens raus. Sollten wir vielleicht... Vielleicht machen wir das am besten nach der Königin, oder? Vielleicht, oder ich finde noch ein paar Granaten. Gehen wir nochmal einen Gang lang. Plan der Konvention. Ich glaube, 3 Stück gibt es von diesen Gängen. Da sind wieder 2. 3 sogar. Ne? Ja. Meint ihr auch. Ich glaube, wir versuchen es jetzt, ne? Los, Leute. Letzter Kampf. Alles draufballern, was wir haben. Haben wir noch Ladung? Ja, haben wir. Aber nicht mit dem hier. Nee, Quatsch, den. Ne, dem wollte ich doch gar. Ach, Gewehr ist auch alle. Na super, dann müssen wir diese Waffe nehmen. Erstmal die ganze Ladung verpacken. So. Alles leer ballern jetzt. Was haben wir noch? Ihn hier. Wir haben nur noch ihn. Ey, verpiss dich! Hängen wir da noch fest. Hoffentlich reicht's.
Oh, kriegt man einen lahmen Daumen bei. Oh, die hängt da schön fest anscheinend. Die will gar nicht mehr angreifen. Ja! Leute, wir haben das Spiel durch. Ich werde noch ein paar... Ah, da ist jetzt ein Hyperpack. Hätte ich vielleicht auch vorher finden sollen. Gut. Aber egal. Ich versuche jetzt nochmal alle Eier zu erledigen. Vielleicht schaffe ich es ja endlich einmal in einem Königin-Level 100% zu kriegen. Und das bei der letzten. Das wäre natürlich geil. So. Und nochmal gucken, ob hier noch ein... Ich glaube, ein Weg ist hier noch, den ich noch nicht abgelaufen habe. Der hier? Ja. Da war ich noch nicht drin. Gut. Da sollten noch ein, zwei... Jetzt kriege ich Smart Gun-Munition. Na, supi. Ballern wir dann noch ein bisschen mit rum. Automap haben wir nicht. Aber ich habe da drei Gänge. Ja, sieht so aus. Gut. Jo, dann gehen wir raus. Leute, freut euch jetzt über den Abspann. Wir haben es geschafft. Alien Trilogy ist durchgezockt. Wie viele Aliens? 100! Jawoll! Jawoll! Das letzte Level haben wir mit 100% abgeschlossen. Was wollen wir mehr? Das war doch ganz gut. Speichern wir das noch einmal ab. Warum auch immer. Kommt ja nichts mehr. Aber wir überspeichern das. Jo. And exit. So, fortsetzen. Ja, Leute, das war das Ende. Und wie es aussieht, gibt es keine Credits. Normalerweise erzähle ich aber noch was zum Schluss. Mal gucken, gibt es hier keine Credits anzeigen. Guck, da gehen wir mal eben rauf. So. So. Da, jetzt haben wir unseren Abspann. Nee, also ich finde, war eigentlich ein schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Die Videos sind halt ein bisschen kurz gehalten und ja, auch nicht gerade. Es geht halt nicht um die Story, ne? Also, es ist halt ein simples Ballerspiel. Aber es macht schon irgendwie Spaß. Und ich habe mich bemüht, so viel wie es geht an Geheimnissen zu finden. Also die Geheimnisse, die ich kenne, die habe ich euch gezeigt. Und wenn ihr andere kennt und wisst, könnt ihr es mir gerne schreiben, mich verbessern. Ich würde mich freuen. Ja, zum nächsten Projekt. Wie gesagt, jetzt folgt Resident Evil Nemesis, sprich Teil 3. In dem werden wir dann mit Jill unterwegs sein. Und ja, bis dahin habt ihr jetzt Zeit, dieses Let's Play durchzugucken. Wenn ihr jetzt schon am Ende seid, dann, ja. Entweder wartet ihr noch ein bisschen oder guckt euch in der Zeit nochmal ein anderes Resident Evil Let's Play an, um einen kleinen Vorgeschmack auf Teil 3 zu bekommen. Ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Mal gucken, wie lange dieser Abspann hier noch geht. Was bleibt mir noch zu sagen? Ja, selten sind Spiele ja eigentlich zu filmen gelungen. Aber ich meine, dieses Spiel ist eigentlich gelungen. Doch, macht Spaß und die Soundeffekte sind gut. Soundtrack ist gut. Und wir sind am Ende. Gut. Soweit, so gut. Leute, ich verabschiede mich. Euer Alex sagt Danke. Bis zum nächsten Mal.